Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Ich habe, wie ich gesagt habe oder schon angedroht habe, fertig geschwadet. Und dann legen wir mal los, ne? Hier mal so kleine Bällchen ablegen. Ne, Ballchen, was die Verniedlichungsform vom Ball. Ich meine, vom Ball an sich ist es ja Bällchen. Und vom Ballen? Ballenchen? Ballenchen klingt blöd. Bällechen, nee, das klingt irgendwie so ein bisschen wie so ein französischer Joghurt. Möchte uns noch etwas bällechen? Nee, weiß ich auch nicht. Was ist die Verniedlichung von Ballen? Weiß ich nicht, gibt es da eine Verniedlichung? Verniedlicht überhaupt irgendjemand das Wort Ballen? Aber warum sollte es jemand nicht tun? Ich meine, wir verniedlichen doch alles. Ich meine, wir haben Hühnchen, Kätzchen, Bäumchen, Pflänzchen, was weiß ichchen. Wir verniedlichen doch jedes Wort. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir werden auch mit diesem Thema zu jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich vorankommen. Also müssen wir es wohl akzeptieren, dass wir es nicht wissen, ob das Wort Ballen jemals verniedlicht wurde. Ich denke schon. Irgendjemand auf diesem Planeten wird das safe getan haben. Aber wir sehen schon, wie viele hier rauskommen. Stroh, Stroh, Stroh. Das ist das beste Stroh der Welt. Ne, was auch sonst, ne? Ich meine, mehr Stroh haben wir ja nicht, was Stroh ist. Flop. Flop. Es ist schon irgendwie sehr betörend, dabei zuzugucken, wie das hinten aus ihm wieder rauskommt, was er vorne reinfrisst. Wie beim Drescher. Ich meine, das ist eine Anlehnung, dass Stroh eigentlich scheiße ist. Und aus diesem Grund der Mähdrescher vorne das Weizen reinfrisst und hinten das Stroh ablädt. Quasi ist ja der Dreschvorgang wie so ein Verdauungsmechanismus. Hat sich irgendjemand schon mal die Frage gestellt? Ist es dem Entwickler überhaupt bewusst, dass man das so auslegen könnte? Oder ist es alles nur reine Fantasie? Wer weiß das schon? Die Folge fängt auf jeden Fall, denke ich mal, sehr komisch an. Wo wird sie noch hingehen? Und zwar genau dahin, dass ich da hinten ein bisschen gemalt habe, wie ihr seht. Ich habe da jetzt Betonplatte gemalt. Es fehlt kein Geld, weil, wie gesagt, ich habe eine Mod drinne. Eigentlich dachte ich jedenfalls, habe ich aber mal wieder was verkackt, modtechnisch. Dachte ich, dass nur das Terrain-Bearbeitungsmodus kostenlos ist. Aber scheinbar ist dieses Anmalen und so auch Terrain-Bearbeitungsmodus. Also es war das Zeichnen auch kostenlos. Ich finde es nicht schlimm. Ich werde es zu drin behalten. Ich finde es in Ordnung, dass das kostenlos ist. Weiß ich nicht. Irgendwann werden wir es vielleicht rausnehmen, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe damit, wie gesagt, absolut kein Problem. Und ich finde, es ist auch jetzt nicht so spielentscheidend, dass man da jetzt sagen müsste, das geht gar nicht, das muss man rausnehmen, damit es hier noch ein schöner Simulator ist. Ich weiß nicht, ich finde, dafür ist es nicht einschnell genug. Wenn ich jetzt die Produktion kostenlos haben würde, oder Fahrzeuge, würde ich es verstehen. Aber mit Bodenbearbeitung weiß ich nicht. Es ändert ja jetzt für uns ja nichts. Ob der jetzt Betonboden ist oder nicht, das macht ja für uns keinen Unterschied. Also, wisst ihr, es interessiert ja dem Spiel überhaupt nicht, ob der jetzt das aussieht wie Beton oder einfach nur Erde ist. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn das kostenlos ist. Und die ganzen Ballen müssen wir nachher wieder einsammeln, ne, Leute. Das wird bestimmt lange dauern. Mit Sicherheit. Aber wir wollen das ja auch so. Jedenfalls, ich will das so. Wie gesagt, mit diesen kleinen Ballen arbeite ich zurzeit sehr gerne. Ich habe da irgendwie voll Bock drauf. Ich fand schon, als ich das herausgefunden habe, was die Arcosine-Maschine ist, ne, da bin ich ja damals noch, als sie in den Factsheets drin war, bin ich auf die Entwickler-Website gegangen, habe diese Maschine rausgesucht, um herauszufinden, was das überhaupt für eine ist. Und da wusste ich schon, wofür die ist. Ich wollte es auch mal in einem Video verpacken. Ich wollte auch mal so ein komplettes, als die Factsheets abgeschlossen waren, so ein komplettes Video einmal machen. Wo wir uns, bevor der LS rauskommt, nochmal alles angucken. Habe ich aber nicht. Ganz einfach. Undramatisch, ungeniert, habe ich nicht. Und da hätte ich es dann auch erwähnt, was das für eine Maschine ist, aber naja. Jetzt wissen wir es, ne? Aber ich wusste das schon, bevor das cool war. Ob ihr wollt oder nicht. Jedenfalls finde ich auch so geil, dass sie die gepatcht haben. Deswegen habe ich die ja vorher noch nie verwendet. Weil ich halt wusste, dass die Bugs hatte. Und dieser Bug war für mich zu gravierend. Der hat mich zu sehr gestört.
Und deswegen habe ich die nicht verwendet, aber es haben sie ja recht schnell gelöst. Zum Glück. Zum Glück. Wir haben noch zur Zeit unseren Fanvario am Mulchen. Ja, das war's. Danke, danke, dass ihr zugehört habt für die brandneuen Infos. Ich meine, wir könnten eigentlich auch. Ne, ist immer dieses könnte, 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 ne? Aktualisieren. Ja, wir haben hier nur diese ganzen Aufgaben. Wir haben dann noch eine dünne Quest. Wir könnten Feld 51 dünnen. Machen wir mal. Feld 31, habe ich 51 gesagt? Ich habe 51 gesagt, aber es ist nicht Feld 51. Es ist Feld 31 und 27. Das und das. So. Lassen wir unseren JCB mal da schnell hinfahren. Damit wir nochmal nebenbei ein bisschen Geld machen, ne? Geld, Geld, Geld. Ihr wisst, wie das ist. So, das lasse ich mal gleich hier. So. 1A. Und dann schnappt er sich jetzt mal seinen dünnen Streuer. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Mod damit umgeht, mit dieser gigantischen Arbeitsbreite. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das gut schafft. Dazu muss ich sagen, es ist mir jetzt auch egal, wenn das den 20 Meter überkreuzt. Ist mir auch völlig egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Na toll. Na toll. Grandiose Leistung, also wirklich. Bitte einmal Applaus einführen. Einmal Applaus, ja? Danke, 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 danke. So, dünner Streuer, jetzt ja. Machen wir hier die harte Tour, hast du verstanden, mein Freund? Wird hier nicht frech, ich sage es dir. So. Dafür kriegst du die ganze Ladung rein. Und sehr gut. Auf geht's. Nein, du sollst doch hier nicht anfangen zu arbeiten. Was ist denn dein Problem? Gott, ey, da hat wohl jemand ein bisschen zu lange am Dieseltank gerochen. Keine Feldarbeit, freie Fahrt. Warum freie Fahrt? Ganz einfach, wegen dem Helfer. Ich weiß nicht, wie das Spiel damit klarkommt, wenn er hier den alternativen Helfer drin hat und den da startet. Und ich weiß auch nicht, wie der Helfer damit klarkommt, wenn er so gestartet wird. Deswegen soll er erstmal so hinfahren. Soll er sich melden, wenn er am Start ist. Und dann machen wir ihn rein. Das ist ja auch kein Problem. Da ballert er los. Hup, hup. Let's go, mein Freund. Niet, niet, niet. Hört man das Hupen? Ich weiß es nicht. Ich hab gehupt, jedenfalls. Also mit dem Mund und mit dem. Ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört. Wir müssen da nicht weiter drüber reden. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Und ich krieg einen neuen Gaming-Stuhl. Ja. Yeah. Nicht wieder auf den alten Sessel sitzen. Der zwar auch irgendwie voll chillig ist, aber es ist ja kein Gaming-Stuhl. Und ich habe keinen Bock auf langhaltende Haltungsschäden, weil man hier denn doch anders spielt. Ne? Ich meine, ihr kennt das bestimmt alle, die schon mal auf dem Sessel am PC gezockt haben. Auf normalen hohen Schreibtisch. Auf Dauer nicht so angenehm. Deswegen habe ich mir angewöhnt, so auf 7:30 zu sitzen. Also so mehr liegen als sitzen. Oder mehr sitzen als liegen. Eins von beiden, je nachdem. Es ist wie Philosophensache, ne? Je nachdem, welche Philosophie ihr verfolgt, so ist es halt, ne? Wenn für euch mehr liegen das Gute ist, dann liege ich mehr als ich sitze. Wenn ihr eher so die Sitztypen seid, dann sitze ich mehr als ich liege. Sucht es euch aus, ja? Wir können alle glücklich werden. Und die nächste Bahn ist abgeschlossen. Hier ist aber ordentlich zu tun. Hier ist ordentlich zu tun. Jetzt hier nochmal ein bisschen mitnehmen. Habt ihr schon Spider-Man geguckt? Ist ja gut. Bitte spoilerfrei. Ich werde ihn erst noch nächstes Jahr angucken. Habe ich schon mal erklärt, ich bin ja nicht so einer, der da schnell hinterher sein muss. Oder will. Weiß ich nicht. Jetzt auch keinen Bock drauf. Helfer, ihr ist angekommen. Speichern! Wo bist du denn da? Muss soll den Motor nicht mal ausmachen? Das sind hier Kartoffeln? Was machst du denn mit Kartoffeln, mein Freund? Ja, das musst du mir mal sagen. Ach, jetzt willst du hier links rum. Wir fahren rechts rum. Rückwärts mit Gove. Rückwärts mit Gove. Schön übers Kartoffelfett ballern. Ich hab zu diesem Land, mein Freund. Schön Kartoffeln.
Oh ja, jetzt gibt es einen Erntebonus von 98%. Er macht das echt gut. Er macht das Gottverdammt nochmal richtig gut. Sehr schön. Jeweils noch. Noch hat er nicht gewendet. Aber ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Das sind locker schon 100 Ballen, oder? Was schätzt ihr? 100? 200? 7000? Ich habe übrigens Weihnachten. Werdet ihr was bekommen haben? Ihr werdet ja wissen jetzt, was es ist. Falls nicht, dann habt ihr was verpasst. Es ist keine große Sache gewesen. Aber es ist was. Ich werde es immer so erzählen, aber weil ich vergesse, ich nehme es heute am 23.12. auf. Ich vergesse aber, wenn ihr das seht, dann ist Weihnachten schon lange vorbei. Da freut ihr schon auf nächstes Jahr Weihnachten. Wisst ihr, deswegen. Immer dran denken. Ich möchte eine Bäckerei noch bauen. Ich will auch nochmal die nächsten Mehl verkaufen. Und das Öl. Ich habe auch noch gesehen. Ich habe so viele Sachen gesehen. Ich habe so viele Sachen gesehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich alles gesehen habe. Nein, ich habe gesehen. Das werden wir uns jetzt nochmal gleich kümmern. Werden wir hier mal unseren kleinen nehmen. Entschuldigung. So, wenn wir mal hier unseren Anhänger rauskramen. Sieht aus wie Miststreuer. Kann man, glaube ich, auch zu einem machen. Wir haben hier noch ein bisschen was drin. Weizen, Gerste, nicht, Raps. Ich verstehe, dass Raps hinfahren, dass wir nochmal ein bisschen Rapsöl produzieren. Habe ich ganz vergessen, dass wir hier noch Raps drin hatten. Ich überhaupt nicht im Kopf. Deswegen jetzt einmal schnell Rapsöl machen. Dass wir mehr verkaufen, wisst ihr? Dass wir gleich viel auf einmal verkaufen können. Dass sie dann quasi immer so eine Fahrtour haben, immer so eine Verkaufstour. Hin, zurück, zurück, hin, 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 hin. Und dann Money, Money, Money. So. Und da ist die Ölmühle. Hier steht ja noch Sonnenblumenöl. Soll man natürlich nicht kaputt fahren. Und reinschmeißen. Wie waren wir da jetzt drinne? Wir haben ja richtig viel Rapsöl noch. Richtig viel Raps haben wir da drinne. Sojabohnen haben wir da auch noch drinne. Sojabohnen hatten wir da noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Was ist hier eigentlich drinne? Ach ja, Mais hatten wir noch im Silo. Oder haben noch im Silo. Gut, die Folge ist kürzer. Mein Sohn ist wach. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüssi.